platziert und draufklickt, bekommt ihr Sternchen und Admin und was weiß ich welche Rechte. And they say if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. Hallo Leute und willkommen zu einem Video von mir. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal einen Client coden soll. So habe ich es auch euch zuliebe gemacht und einen Force OP 1F2 Client gemacht. So, zunächst erkläre ich euch, was ich hier alles offen habe. Hier ist die Minecraft Server Konsole, hier ist der Force OP Client, hier ist der normale Client und hier ist ein Programm, was mir live anzeigt, was in der PermissionsX Datei passiert und was in der OpsJSON Datei passiert. So, das Ganze geht ziemlich einfach. Wenn ihr euch den Client heruntergeladen habt, müsst ihr, also wenn auch die Bedingungen erfüllt sind, Hashtag OP-Sign eingeben, dann bekommt ihr ein Schild. Übrigens, hier steht was auf Russisch, das liegt daran, dass 30% meiner Zuschauer aus Russland kommen. Dieses Schild müsst ihr dann dem Admin zuwerfen. Der Admin hebt dieses Schild auf und erst wenn der Admin dieses Schild platziert und draufklickt, bekommt ihr Sternchen und Admin und was weiß ich welche Rechte. Das könnt ihr jetzt hier auch sehen. Ich kann jetzt hier mit meinem Garklum-Account jetzt slash OP eingeben und mich dann nochmal selbst oppen. Zack, seht ihr, dass ich jetzt hier auch OP-Rechte habe. Wenn ihr sowas unterstützt, gebt mir doch ein Like. Ich werde im nächsten Video was Heftigeres raushauen. Es wird irgendwas mit Hologramm zu tun haben, aber erst bei 300 Likes. Bis dann, euer Garklum und viel Spaß mit dem Client und tschüss.